Die ägyptischen Pyramiden waren keine Gräber. Doch um das zu verstehen, müssen wir erst verstehen, wie die ägyptischen Grabmäler wirklich aussahen. Diese waren zum größten Teil mit wunderschönen Reliefs und religiösen Symbolen verziert, die die Geschichte des verstorbenen Pharaos erzählten und ihm Kraft für seine Reise im Jenseits geben sollten. In der großen Pyramide lassen sich jedoch keine dieser Hinweise finden. Die engen Schächte, die nur durch moderne Vorrichtungen wirklich begehbar sind, erzählen eine ganz andere Geschichte. Tatsächliche Grabkammern sind halbwegs zugänglich, um die Grabbeigaben und den riesigen Sarkophag hineinzubringen. Doch die engen Schächte der Cheops-Pyramide sind schon ohne Gepäck ein großes Hindernis. Noch dazu befinden sich innerhalb dieser tonnenschwere Steine, die größer als die Schächte selbst sind. Und der einzige Beweis, dass die Pyramide eine Grabkammer war, ist eine Figur des Cheops, die in der Pyramide entdeckt wurde. Als was hätte die Pyramide sonst dienen können?